Grüß euch. Zunächst in eigener Sache. Im letzten Video Nummer 18 war beim Preis für die Vorsorgeurkunde ein Nuller zu viel. Es hat jetzt einige Leute erzürnt, wie ich so einen Preis ansetzen kann. Dazu ist zu sagen, das ist mein Werk, für das ich monatelang gearbeitet habe. Ob ich das zur Verfügung stelle und für welchen Preis ich es zur Verfügung stelle, ist ganz und gar meine Sache. Also, der Preis ist 108 Euro, der Nuller zu viel war wirklich ein Versehen und ich hoffe, das hat sie jetzt endlich erledigt. Und das nur mal grundsätzlich mal gesagt ist, persönliche Angriffe, dummes Zeug, Gejammer und Genörgel wird sowieso grundsätzlich gelöscht. Ich war gestern übrigens in einem Konzert der Extraklasse. Und zwar India Lucia. Es ist eine Fusion zwischen Flamenco-Gitarre und indischer Musik. Also du siehst da einen Flamenco-Gitarre der Weltklasse zusammen mit einem Sitar-Spieler der Weltklasse auf der Bühne. India Lucia. Ich gebe euch einen Link dazu. Das ist Miguel Tschaikowski. Während der Pause hat Miguel erzählt, sie haben auf einem Flamenco-Festival gespielt und die Leute haben sich so gedacht, naja gut, der spielt mit Sitar, der spielt indisch, gemischt, das ist kein richtiges Flamenco. Und so saßen sie da und haben nur darauf gewartet, dass er eine Note falsch spielt. Und eine Note biss sie daneben und haha, haben wir es doch gewusst. Und ein paar Wochen später waren sie in Indien auf einem Sitar-Festival. Dann saßen die Inder und haben gesagt, was, der spielt mit dem Flamenco-Spieler? Das ist kein richtiges Sitar. Und die saßen dort und haben gewartet, dass der Sitar-Spieler eine halbe Note falsch spielt. Und tada, haben wir ihn, ist kein richtiger Sitar. Weißt, so kommen mir die YouTube-Freunde auch manchmal ein bisschen vor. Man könnte sich zurücklehnen und sagen, klasse, was die Leute uns bieten, aber na, ist ein kleiner Fehler drin, da fallen sie über einen her. Nun zum Thema Organspende. Na, ich spreche jetzt nicht über den Horror, wenn menschliche Körper ausgeweidet werden. Ich spreche nicht über den Horror, dass der Mensch vielleicht noch lebt. Warum ein Toter angeschnallt werden muss oder in manchen Ländern ein Toter bei der Organentnahme sogar Vollnarkose bekommt, na, darüber sprechen wir nicht. Denn es gibt ja Organausweise bei uns im Land. Du kannst ins Internet gehen und dir einen Organspendeausweis herunterladen, den ausfüllen, zusammenfalten, also der hat dann Visitenkartengröße, so kleine Fältchen, so, weiß ich nicht, 5 mm großer Kreis, da kannst du entweder ein Ja ankreuzen oder das Nein. Also ich lese euch mal kurz vor, Organspendeausweis. Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen, Geweben zur Transplantation in Frage kommt, erkläre ich, ja, ich gestatte, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich gestatte, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ja, lalala. Also es gibt drei Ja's und dann kommt ein kleines Nein, ich widerspreche der Entnahme. Also schon mal das Wort widerspreche, das heißt, es wird erstmal eine Tatsache festgestellt und der kann es dann widersprechen. Es ist nicht, dass du sagst, ich bestimme das und das, sondern du musst der Tatsache erst nur widersprechen. Und das ist der Punkt. In manchen Ländern ist jeder automatisch ein Spender, wenn er sich nicht schriftlich dagegen ausgesprochen hat, also wenn er nicht schriftlich dagegen widersprochen hat. Das sollte in der Schweiz jetzt auch eingeführt werden, das haben sie ja schon angestrebt und in Österreich soll es wohl schon so sein, seit einigen Jahren. Du bist automatisch ein Spender, wenn du nicht widersprichst. Ja, wer weiß das denn, dass er jetzt schon Spender ist? In Amerika gibt es schon Apps, die im Smartphone drin sind, die automatisch diese Leute anrufen.
Wenn du den nicht ausschaltest, bist du auch automatisch Spender. Bist vielleicht bewusstlos, genau, und schon sind sie da. Und das ist nämlich das Nächste. Auf der Karte steht für den Fall, dass nach meinem Tod. Also jeder denkt, okay, wenn ich tot bin, dann können es ja, na eben nimmer. Weil wenn der Körper tot ist, ist das Organ tot. Und dann brauchen die das nimmer transplantieren, denn ein totes Organ brauchst niemanden mehr einsetzen. Das geht nicht, das funktioniert nimmer. Du kannst am lebenden Kranken, der auf ein neues Organ wartet, kein Organ von einem Toten einsetzen. Das geht nicht, das Organ ist tot. Na? In dem Moment, wo der Körper stirbt, ist das Organ tot. Das kannst du nirgendwo mehr einpflanzen, das geht nicht. Also was soll denn dann der Unsinn mit nach meinem Tod? Das steht da wortwörtlich. Und es gibt genügend offizielle Stellen, die sagen, das ist eine Mogelpackung, das ist ein Betrug. Denn vor einigen Jahren haben sie die Definition Tod geändert. Tod ist jetzt nicht mehr, wie man nach normalem Verständnis tot ist. Also das Herz hört auf, der Körper ist tot. Nein, Tod ist jetzt Hirntod. Das heißt, was Hirntod ist, ist aber auch noch umstritten. Also ihr könnt mich so aufregen, Leute, ihr könnt mich so ärgern, ihr könnt mich so aufregen. Es gibt genügend Fälle, wo wirklich Menschen als Hirntod eingestuft wurden, die dann kurz vor der Operation aufgewacht sind und sich gewundert haben teilweise, wo bin ich hier, die schon angeschnallt waren, aufgewacht sind. Es gibt auch genügend Berichte darüber, wie der Hirntote natürlich noch Schmerz empfindet. Warum dann die Diskussion über Vollnarkose oder nicht? Die ist ja beim Toten gar nicht notwendig. Aber beim Hirntoten schon. Natürlich spürt der Schmerz. Der Mensch ist ja nur am Leben. Deshalb das Anschnallen. Ja, es gibt genügend Berichte, wo die Opfer, muss man sagen, gekämpft haben, wo die sich gewehrt haben auf dem Operationstisch. Und dann wird man natürlich dann automatisch schon angeschnallt. Und die sagen, ja, damit es keine Reflexe aus dem Rückenmark gibt. Ist doch Schwachsinn. Weißt, wenn du tot bist und Hirn, dann gibt es auch keine Reflexe. Nur dann, wenn der Mensch wirklich noch Schmerz empfindet, dann kämpft er um sein Leben. Und das passiert da. Und außerdem gibt es genügend Berichte darüber, wie die Gesichter dieser ausgeweideten, armen Menschen aussehen. Schmerzverzerrt, verzweifelt. Da ist kein Friede mehr im Gesicht. Die sind nicht tot gewesen, sondern Schmerz. Der pure Wahn, Schmerz und Verzweiflung in den Gesichtern der ausgeweideten Menschen. Und was schützt uns jetzt wirklich vor der Organspende? Und deshalb habe ich einen Text verfasst. Den brauchst du einfach hier vom Bildschirm, pausierst halt einfach, drückst auf Pause und schreib dir den Text ab oder mach dir einen Screenshot und schreib es danach ab. Dann machst du dir mehrere Kärtchen und zwar nicht kleine Visitenkarten, sondern DIN A5 vielleicht. Und davon tust eins ins Handschuhfach, eins in die Handtasche, eins in die Hosentasche. Klar, du kannst auch Visitenkartengröße, je nachdem, wohin du sie verteilst. Und dann gibst es deinen Verwandten, deinen Bekannten, in der Wohnung, an deinem Arbeitsplatz. Überall hast du diese Karten dann zu liegen. Wenn es ein Kind ist, dann tust du das in den Schulranzen, da wo die Adresse ist. Und groß genug, dass es nicht übersehen werden kann. Und viele genug, weißt? Ein richtig schön großes und das auch noch eingeschweißt, also laminiert. So eine Karte beschreiben und es dann falten, umknicken und laminieren. Also unterschreiben natürlich und dann laminieren. Dann ist da nimmer zu rütteln dran. Und zwar, es ist wichtig, dass du sagst, grundsätzlich keine Entnahme. Das bedeutet auch nach deiner Bewusstlosigkeit, nach deinem Hirntod, wenn es den überhaupt gibt, weißt, es gibt sogar Ärzte, die bestreiten, dass es den überhaupt gibt, den Hirntod, und nach deinem tatsächlichen körperlichen Tod, grundsätzlich, du kannst da dazu schreiben, zu keiner Zeit, ja, ich verfüge hiermit,
dass ich grundsätzlich keine Entnahme von meinen Körperteilen, Organen und Geweben erlaube. Das muss da alle drei Teile, also alle drei Worte müssen drin sein, denn die schneiden ja sogar Beine ab, verstehst? Und dann zur Überprüfung der Einhaltung dieser Verfügung setze ich erstens, zweitens, drittens mit Namen, Adresse und Telefonnummer ein als vollautorisierte Personen, die meine körperliche Unversehrtheit jederzeit kontrollieren dürfen. Bei Verstoß, und darauf kommt es nämlich jetzt an, bei Verstoß gegen diese Verfügung gebe ich genannten Personen die Anweisung und volle Vertretungsvollmacht, gerichtliche Strafverfolgung gegen Zuwiderhandelnde zu veranlassen. Ja, das ist auf der einen Seite. Und wie gesagt, also nicht Visitenkartengröße, das ist einfach zu klein. Macht euch ja DIN A5, damit es wirklich jeder liest und das Ding nicht übersehen werden kann. Das bedeutet, wir sind ja in der Privathaftung. Da habt ihr bestimmt schon mal was gehört davon. Es gibt einen wunderbar klasse YouTube-Kanal, der euch darüber aufklärt. Die Privathaftung bedeutet, ihr könnt jeden Polizisten, wenn er sie daneben benimmt oder nur ansatzweise versucht, sich daneben zu benehmen gegen euch, privat verklagen, also Strafanzeige und Strafantrag stellen, das müssen immer beide sein, einmal Strafanzeige, Strafantrag, das ist wichtig. Und wenn dir zu dem Polizisten sagt, du, wenn du dich daneben benimmst, stelle ich Strafanzeige und Strafantrag gegen dich. Was meinst, wie die gleich ruhig werden? Weil, ist ja völlig egal, auch wenn es natürlich, die Krähe hackt dem Polizisten kein Auge aus, wie man so sagt, ne? Aber das reicht, wenn es einmal eingereicht ist, dann ist es in seiner Akte und die Beförderung ist damit erledigt. Und zwar für immer. Der wird nicht befördert. So ein Polizist wird nimmer befördert. Und das ist die Achillesferse der Polizisten und aller anderen. Privathaftung bedeutet, ihr könnt zum Beispiel auch den Arzt oder den Organfahrer, also den Organentnehmer, wer auch immer, ihr könnt die privat verklagen. Und mit dieser Verfügung keine Organspende, das steht groß mit drauf in Gelb, das kann man nicht übersehen. Und mit dieser Verfügung werden sie euch nicht anfassen. Und wenn sie es tun, werden sie persönlich verklagt. Und das wissen die. Braucht sich nichts denken, das wissen die alle. Und damit seid ihr aus dem Schneider, euch passiert nichts mehr. Die ist kostenlos für euch. Ihr könnt diese Organverfügung mit Screenshot vom Monitor hernehmen oder könnt euch selber eine schreiben, unterschreiben, anlaminieren und überall verteilen. Mit meinen besten Wünschen für euch alle. Bis bald.